Oh, yeah. Guten Morgen, wir sind gerade aufgestanden. Wir haben, was ist ich, Viertel vor acht oder so. Und Leute, gönnt euch mal diesen Ausblick hier. So wacht man noch gerne auf. Wir sind hier gerade direkt am Triglav Nationalpark. Und hier, wo wir hier gerade stehen, auf der Straße, die führt nach 5 Kilometern nach Österreich. Und unten in dem Tal, die Straße, die ist in 5 Kilometern in Italien. Und heute machen wir eine kleine Tagestour im Triglav Nationalpark, bisschen aufwärmen und reinkommen. So gute Aufnahmen, Leon, wenn du dir das anschaust, wirklich so gute Aufnahmen, da kannst du gar nichts dran meckern. Hier haben wir gerade ein vorzügliches Frühstück genossen. Wir hatten Croissants, bisschen Baguette mit Margarine und Salz. Das war so nicht so geil, aber die Croissants waren sehr gut. Aber bei so einer Aussicht kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Yo. Ja, wir haben ja so eine ultra helle LED dabei. Guck mal hier. Kann man das rein, oder? Aha. Bisschen klettern, würde ich sagen. Schaffen wir da durch? Ja. Lou meinte, man könnte hier richtig krank angeln und so sehen. Ja, safe. Aber ich glaube, Nationalpark ist nicht so cool. Nee. Da unten sind wir gestartet. Wir sind gerade, hatten wir uns dazu entschlossen, umzudrehen, weil unser Wasser ausgegangen ist. Und wir sind jetzt gleich auch wieder an der Stelle, wo wir vorhin schon waren. Hier, wo der ganze Schnee anfängt. Und jetzt aber nochmal mit einem Force-Mitarbeiter oder Ranger, was weiß ich, der macht auf jeden Fall die Wege frei, unterhalten. Der konnte ein bisschen Deutsch.
Englisch eher weniger. Und der meinte, an der Gabelung 19, die jetzt bald kommen dürfte, oder Kilometer 19, wir wissen es nicht genau, da gibt es einen Bach. Hallo, mein Name ist Nick von Borg. Oh mein Gott, ich hab einen Gabel. Das hier sind Bucheckern. Kann man so schön knacken. Das Innere ist hervorragend genießbar. Ja, lass da hoch. Komm mal zu unten hin. Digga, ich komm hier gar nicht durch. Geh außen rum, so wie ich. Ja, da komm ich auch nicht durch. Krank. Bisschen hochsetzt. In einem Bett sogar. Crazy. Welche Seife willst du, Patrick? Egal. Willst du das Shampoo haben oder willst du das die Handseife haben? Ich will da nicht rein, vor allem. Ja, ich geh auch. Digga, geh mal hier rein. Ja, ich komm ja gleich. Oh. Mach jetzt! Wenig Lektion. Ja, 19 heißt das obere. Leute. Sam, was du machst gerade? Das war sauwitzig. Was denn? Ich habe Slowenisch-Lektion gesagt und dann habe ich hier drauf gehalten und habe gesagt, das obere heißt 19.